Aber tatsächlich ist Atheismus auch nur eine Form von Schirk, von Götzendienst. Götzendienst bedeutet allgemein, dass ich etwas, was nur Allah kann, einem anderen außer Allah zuschreibe. Das ist Götzendienst. Das kann eine Statue sein, das kann aber auch irgendetwas anderes sein. Wenn ich beispielsweise sage, Allah ist derjenige, der Leben gibt und niemand außer ihm kann das. Und jetzt gehe ich hin und sage, Leben kann auch dadurch entstehen, dass einfach irgendwo zufällig die richtigen Komponenten zusammenliegen. Einfach ein natürlicher Prozess. Man braucht keinen Gott dafür. Es gibt etwas anderes, was das hervorbringt. Dann ist das eine Form von Schirk.